Kilometerlangen Strecke, so auf halbem Wege ungefähr zwischen Valencia und Madrid gelegen. Aufgepasst, Rot ist geschaltet und auf geht's. Und einen guten Start erwischt das niederländische Gespann von Jansen Kessel. Aber natürlich die vier Takte immer ein bisschen im Vorteil beim Start mit ihrem besseren Drehmoment. Und jetzt gucken wir mal auf die erste Ecke. Das wird mächtig eng und innen ist ein Steinhausen-Gespann in Führung gegangen. Das müsste eigentlich sein Webster James, also die zwei auf der Pole Position, die bei der gestrigen Super Pole, also bei diesem Einzelzeitfahren über nur eine fliegende Runde eine Fabelzeit hingelegt haben von 1:34.818 und damit sage und schreibe 2,1 Sekunden schneller waren als die zwei Platzierten im Training, als die Schweizer Schlosser Hauser. Insgesamt hier in Albacete nur, muss man sagen, 16 Gespanne am Start. Das hat sich jetzt sogar noch reduziert auf 15, da eingespannt Fleury, Fleury, die beiden Neuseeländer nicht mit dabei sind, nach großen Elektronikproblemen im Training. Also nur 15 Gespanne am Start, das wird sich aber demnächst ändern. Bereits beim nächsten Lauf in Monza sollen es dann 25 sein. Einige Viertaktgespanne werden erwartet. So, also hier der Kampf um die Spitze. Ich sehe da Webster James in Führung und das rote Gespann. Das müsste sein Klaus Klaffenberg und Adolf Heni. Im Training nur 15, nachdem sie in der Super Bowl gar nicht starten konnten, ohne Zeit geblieben sind. Ja, und die 12 ist vorne. Ja, tatsächlich, der Jörg Steinhausen und sein Beifahrer Frank Schmidt haben sich da also von Startplatz 7 aus nach vorne an die Spitze gesetzt. Ja, Heidewitzka, gibt's denn sowas? Der Junge erst in seiner dritten Saison im Seitenwagensport. Jetzt hier ein fantastischer Start von Startplatz 7 vor auf 1. Und jetzt kommen sie hier zum ersten Mal vorbei. Tatsächlich, also Steinhausen führt auf 2 Klaffenberg. Webster James nur auf 3. Die Teamkollegen von Jörg Steinhausen. Auf 4 dann Jansen Kessel, auf 5 Schlosser Hauser. Und 6, nur 6 muss man sagen, die Sieger von Donington, Steve Abbott und Jamie Bix. Ja, das ist natürlich eine Überraschung hier. In der ersten Runde Jörg Steinhausen und sein Partner Frank Schmidt. Die beiden studieren ja, Jörg Steinhausen Fahrzeugtechnik, der Frank Schmidt Biomedizin. Und hier zeigen sie zumindest in den ersten beiden Runden der versammelten Konkurrenz die lange Nase. Hier im roten Gespann, das ist Klaffenberg-Heni. Und eben, ich sagte es bereits, Klaffenberg-Heni im Einzelzeitfahren am Samstag, also in dieser Super Bowl. Jo, jetzt ist aber Klaffenberg-Heni vorbeigegangen. Damit also in Führung das österreichisch-schweizerische Gespann. Steinhausen jetzt auf 2 und Webster James auf 3. Ich gehe mal davon aus, dass der Jörg Steinhausen jetzt schön Platz macht für seinen Teamkollegen, für den Steve Webster. Das ist ein viermaligen Weltmeister und zweimaligen Weltcup-Gesamtsieger. Auch im letzten Jahr war er ja in der Gesamtwertung am Saisonende ganz vorne. Also ich denke mal, dass Jörg Steinhausen da jetzt seinem sicherlich deutlich schnelleren Teamkollegen gleich Platz machen wird. Wieder biegen sie ein, hier durch diese langgezogene vierte Gang rechts auf die Start- und Zielgerade. Klaffenberg-Heni in Führung. Dann Steinhausen, Webster auf 3, Schlosser 4, Jansen 5 und Abbott, der Donington-Sieger, nur auf 6. Aber eben zwei Gespanne hatten Probleme in der Super Bowl gestern am Samstag. Das war eben Klaffenberg-Heni und das war auch Steve Abbott. Und er hätte dann eigentlich von ganz hinten starten müssen. Aber dann haben alle Fahrer unterschrieben und dann durfte er doch schlussendlich von Startplatz 6 losfahren. In der Super Bowl starten ja 6 Gespanne. Aber eine etwas kuriose Regelauslegung sagt, wenn man dort gar nicht antritt, dann rutscht man ganz nach hinten. Ganz an den Schwanz des Feldes. Und das hat man dann eben mit dieser Unterschriftenaktion noch einmal vermeiden können. Hier mit der 1, das ist Steve Webster mit seinem Partner David James. Ja, und Klaffenberg-Heni, das hätten sie sich wohl nicht träumen lassen, dass das hier so gut losgeht, nachdem sie im freien Training diese Motorprobleme bekamen. Im freien Training kurz vor der Super Bowl. Der Motor dann nur noch auf 3 Zylindern lief. Sie dann, dass das Gespann dann doch noch angeschoben haben, somit wenigstens nur 3-4 Meter gefahren sind in dieser Super Bowl, Hauptsache über die Linie gekommen und damit eben diesen 5. Startplatz gesichert haben. Der
Klaus Klaffenböck sagt, unser Techniker und Mechaniker, der ist ein bisschen experimentierfreudig. Und das ist natürlich bei solch kurzen Trainingssessions, wie wir es hier im Seitenwagen-Weltcup haben, nicht immer vorteilhaft. Und gestern Samstag sagte er, ich habe die letzten Nerven verloren in den beiden Trainingstagen hier. Aber im Moment, da scheint er sie wieder gefunden zu haben, seine Nerven. Denn er liegt in Führung mit einem Vorsprung. Hier sehen Sie es von rund so 50, 60 Metern auf Steinhausen. Und erstaunlicherweise Steve Webster immer noch auf 3. Also immer noch hinter seinem Teamkollegen Jörg Steinhausen, der ja bei weitem nicht die Erfahrung und sicherlich auch nicht den Speed hat des sechsmaligen Weltmeisters respektive Weltcup-Gesamtsiegers. Von wegen Platz machen. Da ist nichts mit Platz machen. Der Jörg Steinhausen, der verteidigt da seine Position. Trotzdem die schnellste Runde geht jetzt an Webster. Er fährt hier eine 1,36. Ich schaue mal auf den Monitor. Damit ist er der Einzige derzeit unter 1,37. Klaffenböck knapp darüber. Steinhausen aber ebenfalls eine bravouröse 1,37. Also da gab es doch einige Probleme am Gespann von Klaus Klaffenböck. In der Qualifikation reichte es nur in der ersten zu Platz 4, in der zweiten dann zu Platz 5. Und dann eben auch noch dieses Desaster in der Super Paul und umso erfreulicher jetzt seine Fahrt hier an der Spitze des Feldes. Erstaunlich heute früh, da gab es doch eine Überraschung im Warm-up. Da war nämlich das Gespann Muldoon Woodhead, die schnellsten mit einer Zeit von 1,37,3. Klaffenböck heute früh auf Platz 2, Webster auf 3. Aber eben dieser Muldoon, dieser Stuart Muldoon mit seinem Partner Paul Woodhead in der Super Bowl gestern, für die er sich qualifiziert hat, mit Platz 6 im Training. Auch bei der Super Bowl war er Vierter und damit langsamster all derer, die gefahren sind. Aber im Warm-up der schnellste und jetzt hier also das Überholmanöver. Jetzt ist es passiert. Jetzt geht also Steve Webster vorbei an Jörg Steinhausen. Ende, Start und Ziel. Vom sechsten Gang wird da runtergebremst und runtergeschaltet an ihn. Die dritte Fahrstufe. Übrigens, das muss man dazu sagen, der Jörg Steinhausen fährt mit 6 Gängen. Das ist auch so üblich im Seitenwagensport. Aber sein Teamkollege Steve Webster hat zurückgerüstet auf lediglich 5 Gänge. Hier auf dieser doch sehr kurvigen und der verzweigten, engen Rennstrecke von Albacete. Ja, jetzt schaut er ihn sich mal gemütlich an, der Steve Webster, den Klaus Klaffenböck. Webster, der hier im Training ebenfalls Probleme hatte mit der Technik. Am Freitag ist ihm ein Ventil abgerissen, dann musste ein Ersatzmotor eingebaut werden. Aber auch der war dann noch gut genug für diese Fabelrunde in der Super Bowl. 2,1 Sekunden vor dem Zweitplatzierten im Training, vor Schlosserhauser. Mit dieser Runde im Übrigen, nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie schnell hier die Seitenwagen unterwegs sind. Mit dieser Runde wäre Steve Webster in der Supersportklasse auf der Pole Position gestanden. Und bei den Superbikes immerhin noch in der vierten Startreihe. Also er ist schon ein absoluter Ausnahmekönner, dieser Steve Webster. Und da bewundert ihn auch die versammelte Konkurrenz. Auch Klaus Klaffenböck sagt, unglaublich, wie er diese Zeit realisiert hat in der Super Bowl. Wie er es schafft, dass Steve Webster sich in dieser einen Runde, die man nur hat, sich haben Sie das gesehen? Da ging kurz das Hinterrad weg. Also wie er es schafft, in dieser einen Runde in der Super Bowl seine optimale Performance zu bringen. Und hier in Albacete ist ihm bereits gelungen, was ihm auch in Donington gelungen war, nämlich in dieser Super Bowl die schnellste Runde des gesamten Wochenendes zu drehen. Also das zeigt, welche starke Nerven Steve Webster hat. Und jetzt ist er ganz dicht dran an Klaffenböck, macht noch keine größeren Anstalten jetzt hier zu überholen. Aber das ist natürlich auch schwierig hier in dieser äußerst kurvenreichen Passage. Im rückwärtigen Teil der Strecke, aber aufgepasst, wenn es dann wieder auf Start und Ziel geht, dann hätte er natürlich gute Chancen, aus dem Windschatten heraus vorbeizuziehen.
haben wir mit der 5 gerade ganz kurz das grün-weiße Gespann. Da haben wir den Weltmeister, sorry, den Führenden in der Weltcup-Gesamtwertung, Steve Abbott, gesehen. Aber jetzt geht es wieder hier auf Start und Ziel heraus aus dieser vierten Gangkurve. Und jetzt ist er im Windschatten. Aufgepasst. Steve Phelps im Windschatten von Klaffenberg hat natürlich ein besseres Drehmoment, eine bessere Beschleunigung heraus aus dieser Kurve vor Start und Ziel. Und da ist es auch schon passiert. Webster geht vorbei, geht in Führung. Also, das war abzusehen im Verlauf der letzten Runden. Er kann hier offensichtlich ein höheres Tempo gehen als Klaffenberg. Der Abstand zum Drittplatzierten, zu Jörg Steinhausen, mittlerweile angewachsen auf 3,4 Sekunden, während Klaffenberg hier kontern möchte. Aber da tut er sich natürlich schwer mit dem Zweitaktgespann, das eigentlich in der Topspeed etwas Vorteile haben müsste. Aber da schauen wir jetzt mal die aktuellen Topspeed-Werte an hier aus dem Rennen. Da haben wir auf 1 den Markus Schlosser, den Schweizer, mit 229 km/h, Webster auf 2 mit 223 und Klaffenberg zum Vergleich dazu lediglich 220. Allerdings kommen mir da die 229 von Schlosser etwas seltsam vor. 6 km/h schneller als Webster, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. So jedenfalls steht es allerdings bei uns hier im Computer. Hier der Drittplatzierte, Jörg Steinhaus. Konnte sich ja bereits in Donington unter die ersten 6 im Qualifying mischen, war 6. Hat sich damit für die Super Pole qualifiziert. Hier in Albacete hat es nicht ganz gereicht. Da hat er eine Zehntelsekunde auf den im Training 6. Platzierten. Moment. Jetzt ist hier Steve Abbott auf dem Vormarsch, vorgefahren auf 3. Abbott vorbeigegangen an Jörg Steinhausen. So, jetzt haben wir also die 3 schnellsten der bisherigen beiden Saisonrennen. Ja, und auch Klaffenberg ist wieder vorne. Auch Klaffenberg wieder vorbeigegangen an Steve Webster. Also es tut sich einiges hier jetzt in der 10. von 26 Runden. Klaffenberg wieder auf 1, Webster auf 2 und Abbott vorgefahren auf 3. Steinhausen jetzt nur auf 4, Schlosserhauser auf 5, Jansen 6, Muldoon 7, die übrigen deutschsprachigen Liechti-Locher auf 10 und Schröder-Helbig werden hier bereits mit einer Runde Rückstand notiert beim letzten Umlauf mit einer Rundenzeit von 2:19. Also bei Schröder-Helbig scheint es Probleme zu geben. Im Gespann mit der Startnummer 18. Peter Schröder aus Sickenthal in der Schweiz, Mike Helbig aus Radebeul bei Dresden. Jetzt werden sie hier nach hinten durchgereicht. 13. Platz mit einer Runde Rückstand. So steht es hier also im Computer. Vorne jedenfalls Webster vor Klaffenberg und Steve Abbott. Natürlich könnte das Ganze hier in Albacete eine Frage der Reifen werden. Wir haben hier doch relativ hohe Außentemperaturen, so rund 25 Grad. Noch 15 Runden zu fahren und da kommt es natürlich darauf an, mit den Reifen sehr sorgfältig umzugehen, so wenig wie möglich Wheelspin sich zu erlauben, also durchdrehende Räder. Und auch da haben die Viertaktgespanne einen gewissen Vorteil, weil sie einfach ein besseres Drehmoment haben, weil man die Kraft besser auf den Boden bringt. Das könnte den Ausschlag geben hier im Duell zwischen Klaffenberg und Steve Webster. So, und schauen Sie mal, das grün-weiße Gespann, hier kommen Sie, mit der 5, Steve Abbott. Die knabbern hier langsam aber sicher den Rückstand ab. Jetzt, beim letzten Umlauf waren es noch 3,1 Sekunden. Da sehen wir es jetzt, eingeblendet. Die können da noch einmischen in dieses Duell an der Spitze. Und wir haben noch nicht mal die Halbzeit hier erreicht. Es wäre mir zu wünschen, denn Steve Abbott, der ja in Donington nach über 130 Grand Prix und Weltcuprennen es endlich geschafft hat, sein allererstes Rennen zu gewinnen. Da war die Freude groß. Und diesen Sieg, den hat er sich auch redlich verdient, nach einem beinharten Duell gegen seinen Freund Steve Webster.
der dann allerdings mit einer gerissenen Kette ausfiel. Und jetzt gewinnt er auch hier langsam Anschluss. Klaffenberg, Webster, Abbott. Rückstand von Abbott jetzt nur 2,2 Sekunden. Schlosser auf 4, Steinhausen auf 5, Jansen-Kessel auf 6 und Muldoon auf 7. Und vor allem wäre es ihm natürlich zu wünschen, dem Steve Abbott, nach diesem total verpatzten Training, diesen zwei Motorschäden, die er da gleich hatte, diesem Drama in der Superpole, wo man ja zuerst glaubte eben, er müsste von ganz hinten starten und dann durfte er schlussendlich doch noch von Startplatz 6 aus ins Rennen gehen. So, da geht schon eine Überrundung. Eben, das ist das schweizerisch-deutsche Gespann, das blaue Peter Schröder, Mike Helbig. Die beiden kreisen hier jetzt in relativ langsamem Tempo um die Strecke. Rundenzeiten um die 2 Minuten, also da scheint es große Probleme zu geben mit der Technik. Die beiden, die ja übrigens einen ehemaligen Jumbo-Piloten, das wisst ihr, als Mechaniker beschäftigen. Peter Küng heißt er, seit 2 Jahren im Ruhestand und jetzt hilft er hier bei diesem Gespann im Seitenwagen-Weltcup. Allerdings hier, wie es aussieht, hier in Albacete mit wenig Glück. Die beiden werden jetzt früher oder später, denke ich, die Box anlaufen. Und immer mehr artet das Ganze zu einem Dreikampf aus. Klaffenberg, Webster, Abbott hat Anschluss gefunden. Jetzt nur noch 0,8 Sekunden hinter Klaffenberg. Da ist er schon. Also, prima. Und fährt auch die schnellste Rennrunde mit einer 1,35,4. Das kann sich sehen lassen. Und damit fährt er sage und schreibe 1,4 Sekunden schneller als der führende Klaffenberg im letzten Umlauf. Also, Dreikampf Klaffenberg, Webster, Abbott, das kann auch was werden. Albacete, Seitenwagen-Weltcup, der dritte Saisonlauf. Und wir haben einen herzerfrischenden Dreikampf an der Spitze. Klaffenberg gegen Steve Webster, den amtierenden Weltcup-Gesamtsieger. Und dahinter in grün Steve Abbott, der Führende im Weltcup. Die große Frage, wer ist hier im Vorteil? Zweitakt soll heißen Klaffenberg und Abbott oder Viertakt Steve Webster. So, da kommen sie wieder vorbei hier bei Start und Ziel. Anfahrt auf diese erste Kurve. Webster steckt nochmal zurück. Das ist mit Abstand die beste Überholmöglichkeit hier auf dieser Strecke, auf der man kaum einmal im Vorlastbereich fährt. Der Jörg Steinhausen sagte mir, diese Strecke erinnert mich ein bisschen an Oschersleben mit ihren langen Kehren. Angriff jetzt von Abbott, geht vorbei auf 2. Abbott vorbei an Steve Webster. Tatsächlich. Also fabelhaft, was hier der Brite vorführt. Steve Abbott, 44 Jahre ist er bereits alt. Das verraten auch seine grauen Haare. Aber hier dreht er mächtig auf. Jetzt allerdings der Konter in dieser ultra heiklen Linkskurve. Sorry, vierter Gang liegt da an. Da muss er aber nochmal zurückstecken, dass Steve Webster wäre beinahe am Kurvenausgang ins Kies gerutscht. Hat er nochmal Glück gehabt. Also Steve Abbott, fantastisch unterwegs. Im letzten Umlauf einmal mehr die schnellste Rundenzeit. 1,36,1. Da sehen wir es noch einmal in der Zeitlupe. Da wäre ihm beinahe die Straße ausgegangen, dem Steve Webster. Das ist eigentlich keine Stelle zum Überholen dort. Und fast wäre es auch ins Auge gegangen. So, jetzt stehen Überrundungen an. Beispielsweise mit der 14. Die Zwillinge aus den Niederlanden. Paul Steenbergen und Rönne Steenbergen. Mal schauen, ob die hier gleich anstandslos Platz machen. Oh, das wird eng. Und das andere Gespann, das war Kurt Liechti und Daniel Locher, die beiden Schweizer, die hier überrundet werden. So, da sind sie fein vorbeigekommen, dieses Führungstrio, aber da steht schon der Nächste an. Ja,
Wäre schade, wenn hier die Entscheidung bei den Überrundungen fallen würde. Aber erst sind wir in der 15. Runde, 26 insgesamt zu fahren. So, die nächsten, die hier eine Runde zurückgereicht werden, das sind Brian Gray und Steve Pointer, fahren ebenfalls für Grebensee Racing, also die Teamkollegen von Steve Abbott. Hier vorne kommen sie ins Bild mit diesem lila-roten Gespann, machen hier aber fein Platz. Bravo, schön gemacht. Also, weitergehen kann dieser Dreikampf an der Spitze. Klaffenberg führt vor Abbott und Webster auf 3. Der Abstand zum viertplatzierten Schlosserhauser jetzt mittlerweile angewachsen auf 5,2 Sekunden. Aber das Erfreuliche hier in Albacete ganz eindeutig, das zeigt auch hier der Rennverlauf. Das Feld ist einmal mehr dichter zusammengerückt. Also diese riesigen Abstände, die man noch beim Saisonauftakt in Phillip Island hatte, die gehören endgültig der Vergangenheit an. Jetzt wissen Sie auch, warum Seitenwagenfahrer einen Helm aufhaben. Also die großen Abstände, die gibt es nicht mehr. Das Feld ist dichter zusammengerückt. 5 Sekunden jetzt und wir sind schon weit über die Halbzeit des Rennens hinaus. 5 Sekunden nur der Rückstand von Schlosserhauser auf das Führungstrio. Und auch dahinter geht es noch ziemlich eng zur Sache. Steinhausen nur weitere 2 Sekunden zurück. Und auch Jansen Kessel können Anschluss halten mit gerade mal 1 Sekunde Rückstand auf Steinhausen. Sie sind ja prima Kumpels, die beiden Steves, Steve Webster und Steve Abbott. Gestern habe ich sie zusammenstehen sehen im Fahrerlager. Da gibt es ja gar keine Geheimniskrämerei. Da zeigt man sich ganz offen gegenseitig. So, und da geht er vorbei, der Steve Abbott. Übernimmt die Führung. Abbott führt jetzt also. Abbott auf 1, Klaffenberg 2, Webster 3. Gerade eben wollte ich sagen, wie toll sie sich verstehen, die beiden Steves. Webster und Abbott, die zeigen sich gegenseitig ihre Vergaseinstellungen. Die zeigen sich. Oh, und da hat es einen Unfall gegeben. Das ist die 8. Das ist Benny Jansen und Franz Kessel. Und da scheint sich einer von beiden wehgetan zu haben. Und da hinten liegt noch ein weiteres Gespann. Das ist die 12. Das ist Jörg Steinhausen. Jörg Steinhausen und Frank Schmidt sind da kollidiert. Mit den beiden Niederländern. Mit Jansen Kessel, den Motocross-Seitenwagen-Weltmeistern von 1990. Jetzt hoffen wir mal, dass es da keine ernsthaften Verletzungen gegeben hat. Das ist hier in der Schikane vor Start und Ziel. Da kommt dann auch jetzt hier die Führer, dann kommen gerade vorbei. Diese langgezogene rechts auf die Start und Ziel gerade. Die Schikane davor, die Jörg Steinhausen im dritten Gang gefahren ist im Training, da hat es diesen Zwischenfall gegeben. Und Webster geht vorbei an Klaffenberg. Webster übernimmt die zweite Position. Klaffenberg jetzt nur noch auf 3. Also jetzt könnte es sich auszahlen, was ich vorhin erwähnt habe. Nämlich, dass man mit einem Viertakter die Kraft besser auf den Boden bringt als mit einem Zweitakter. Und von daher man reifenschonender fahren kann. Das könnte sich jetzt langsam auswirken. Wir sind in der 17. Runde, also 9 Runden vor Ende. Und erfahrungsgemäß ist der Klaus Klaffenberg einer, der bei der Reifenwahl eher zu weichen Reifen tendiert. Das könnte jetzt natürlich hier eventuell Probleme geben, hier bei diesen doch recht hohen Temperaturen von rund 25 Grad. Und vor allem natürlich bei diesen vielen Kurven, wo die Reifen extrem beansprucht werden. Also unglaublich die Fahrt von Steve Abbott. Nach dem Start nur 6. jetzt vorgefahren auf die erste Position. Aber auch das gibt natürlich zu denken. Auch da muss man sich fragen, ob er nicht da vielleicht seinen Reifen zu viel zugemutet hat. Und ob er diesen Speed dann wirklich über die gesamten 26 Runden wird tragen können. Und hier kommen sie vorbei bei Start und Ziel. Seitenwagen-Weltcup in Albacete. Steve Abbott vor Steve Webster und Klaus Klaffenberg auf der 3. Position. Jetzt das Duell hier der beiden Steves gegeneinander, wie bereits in Donington. Hoffen wir mal, dass jetzt heute hier dieses Duell nicht entschieden wird durch einen technischen Defekt.
Da sehen Sie auch mal die unterschiedliche Linienwahl hier ausgangs dieser Rechtskurve. Sicherlich auch bedingt durch diese unterschiedlichen Motorenkonzepte 2 und 4 Takt. Liechti Locher, schauen wir mal auf den Monitor, nach wie vor auf der 10. Position. Attacke von Steve Webster, geht vorbei. Webster übernimmt also wieder die Führung. Abbott jetzt auf 2. Also die schenken sich gar nichts hier. Ja eben, Steinhausen, sorry. Liechti Locher hatten wir auf Position 10. Rundenzeiten 1,51 im letzten Umlauf, also auch da scheint es womöglich Probleme zu geben. Das ist doch ein bisschen arg viel. Die Spitze fährt im Moment 1,36. So, und während hier weiterhin die Aufräumarbeiten im Gange sind, nach diesem Unfall zwischen Jansen und Steinhausen, geht die Spitzengruppe jetzt in die 19. Runde. Weitere Fahrplan in der Seitenwagen, nicht Weltmeisterschaft, sorry, natürlich im Seitenwagen-Weltcup, im Übrigen in 2 Wochen, ich sagte es bereits, geht es dann nach Italien, nach Monza, dann weitere 2 Wochen später am 13. Juni dann der erste Lauf in Deutschland auf dem Nürburgring. Und in Deutschland gastiert man ja dann auch noch ein zweites Mal, nämlich zum Saisonausklang dann am 12. September in Hockenheim. So, Webster, Abbott, Klaffenberg. Die Reihenfolge jetzt. Steve Webster, 39 Jahre ist er alt. Beifahrer David James, 38 Jahre. Seine 6 Titel, diese 6 Titel von Steve Webster, die datieren aus den Jahren 87, 88, 89, 91, das war damals noch die Weltmeisterschaft, und dann in den letzten beiden Jahren 97, 98 dann der Gesamtsieg im Weltcup. Seit 96 fährt er mit David James. Damals 96 noch im Team von Markus Bösiger, und seit diesem Jahr eben fährt Steve Webster für das Team von Wolf Steinhausen, dem ehemaligen Weltmeister, zweimaligen Weltmeister 1975 und 76, mittlerweile Teamchef. Aber der wird sich jetzt natürlich vor allem im Moment Sorgen machen um seinen Sohn, um Jörg Steinhausen. Nach dieser Kollision mit dem niederländischen Gespann. Mit Benny Jansen und Franske Kessel. Also Abbott lässt nicht locker, ist ganz, ganz dicht dran an Webster. Mir scheint ein bisschen, dass Klaffenberg den Anschluss verloren hat. Wenn Sie übrigens mal Lust haben, ein solches Gespann mitzufahren als Beifahrer, dann ist dieser Mann hier im Bild, nämlich Klaus Klaffenberg, der richtige Adressat für Sie, denn der bietet Incentive-Veranstaltungen an. Wenn Sie Ihren Freunden mal eine Freude machen wollen, schenken Sie ihnen eine Freifahrt bei Klaus Klaffenberg. Das Ganze findet dann immer statt auf der Rallycross-Piste in Melk in Österreich. Natürlich nur auf dem asphaltierten Abschnitt. Eine Riesengaudi, macht riesig Spaß. Und unter anderem auch damit finanziert Klaus Klaffenberg eben seine Einsätze hier im Weltcup. Aber Steve Webster nach wie vor in Führung. Er, der ja bekannt ist für seine äußerst weiche und äußerst runde Fahrweise. Und da gibt es einen Abbruch. Da ist die rote Flagge draußen. Das Rennen wird abgebrochen hier bei Start und Ziel mit der roten Flagge. Also es steht zu befürchten, dass es da doch größere Blessuren gegeben hat bei diesem Zwischenfall zwischen Steinhausen und Kessel. Also Rennabbruch jetzt am Ende der 20. Runde. Ausschlaggebend damit natürlich dann der Stand ausgangs der 19. Runde. Und da ist das Gespann, die 8 von Benny Jansen.
Seitenwagen-Weltcup hier in Albacete in Spanien. Und wir haben einen Rennabbruch in der 20. von 26 Runden. Die rote Flagge ist draußen hier bei Start und Ziel. Es gab einen Unfall zwischen Benny Jansen mit seinem Partner Franz Gekessel, den beiden Niederländern. Die sind kollidiert mit Jörg Steinhausen und seinem Partner Frank Schmidt. Und obwohl es eigentlich den Anschein hatte, als ob die Verletzten bereits geborgen sind, dennoch wird jetzt hier das Rennen abgebrochen. Und wir warten jetzt mal ab, ob die restlichen 6 Runden hier noch absolviert werden oder ob dieses Rennen damit gewertet wird nach dem Stand der 20. Runde. So, hier hätten wir den Sieger, wenn es denn jetzt dabei bliebe. Nämlich Steve Webster mit Beifahrer David James. Er fuhr hier im 20. Umlauf noch eine 1.35.9. Steve Abbott, der im Moment Zweitplatzierte mit einer 1.35.8. Also noch ein gehöriges Tempo, das die beiden hier vorlegten. Mussten sie auch, denn eben, es war ja ein Dreikampf. Da war noch Klaffenberg dabei. Der allerdings hat zuletzt ein bisschen den Anschluss verloren. So, der David James winkt hier den Zuschauern und jetzt kommt er hier rein in die Boxengasse. Die meisten anderen Gespanne haben sich hier schon eingefunden. Also da stand im Moment Webster, James auf 1, Abbott auf 2, Klaffenberg auf 3, dann Schlosser, Hauser, die beiden Schweizer auf der 4. Position. So, also von der Rennleitung gibt es im Moment noch nichts Definitives zu erfahren, wie es denn jetzt hier weitergeht in Albacete. Also nochmal die Reihenfolge: Webster, Abbott, Klaffenberg auf den ersten 3 Plätzen. Dann haben wir Schlosser auf 4. Und Sauter auf 5. Und jetzt höre ich die Nachricht von der Rennleitung: Das Rennen wird nicht wieder aufgenommen. Damit bleibt es also bei diesem Stand nach der 20. respektive der 19. Runde. Webster, James gewinnen hier also in Albacete. Nach einem tollen Dreikampf zusammen mit Abbott, Biggs und Klaffenberg. Abbott damit auf 2, Klaffenberg auf 3. Feine Leistung auch von Schlosserhauser auf der 4. Position. Dann Sauter, Partridge auf 5, Meldun auf 6, Guy 7, Lovelock auf 8, Steenberg 9 und das schweizerische Gespann Liechti, Locher, die beiden aus dem Kanton Bern, die ja beim letzten Rennen in Donington ausgefallen waren, sie hier jetzt auf der 10. Position. So. Also, das war's. Seitenwagen-Weltcup hier aus Albacete mit einem nicht sehr erfreulichen Ende. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen hier. Der neue Stand in der Weltmeisterschaft. Abbott vor Webster und Klaffenberg. Die drei dominieren in dieser Saison eindeutig. Schlosser dahinter mit seinem Budget von gerade mal 50.000, 60.000 Franken. Beachtlicher Vierter nach diesem Rennen in Albacete in der Weltmeisterschaft. So, ich bedanke mich also fürs Zuschauen, sage Tschüss und Goodbye und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen aus Italien, aus Monza.